Hallo Thomas. Hi. Hallo liebe Zuschauer. Willkommen an einem kalten Abend zum Weiterbasteln an dem Motor hier. Also Andreas, sein Motor liegt im Finishbereich, also eine Kupplung haben wir eingebaut, wir haben eigentlich schon alles verbaut und jetzt kommen so die Restarbeiten, die noch gemacht werden müssen und das gucken wir uns dann jetzt mal an. So, sauber verklemmt, da kann sich nichts mehr reden. Gut, dann wäre der ja fast fertig. Gummistopfen haben wir noch ein paar. So, also einmal einen Gummistopfen hier oben rein, der das Ganze auch wieder wasserdicht macht. So, und dann widmen wir uns nochmal der anderen Seite. Also hier kommt jetzt dann der Limedeckel drauf und der kleine Halbmond für die Zündung. Der sitzt auch schon mal schön. So, wir haben ja auch gesagt, also hier verbauen wir jetzt erstmal keinen Antrieb, der würde jetzt sozusagen hier drauf kommen. Also dieser Plastikmitnehmer mit dieser Spange, also darauf achten, dass ihr das bis ganz nach hinten in diese Rille reinsetzt. Nicht hier vorne drauf stehen lassen, dann rutscht euch der über und fräst euch hier so eine schöne Rille rein. Also das ist hier schon mal passiert, also bis da hinten gehört er. Also richtig aufsetzen, wenn die Scheibe hier im Weg sein sollte, dann drückt die hier nochmal ein bisschen an der Stelle nochmal runter, weil die ist ja hier so aufgeworfen, damit ihr gut den Knick setzen könnt oder beziehungsweise anquetschen könnt. Dann schlagt die hier hinten nochmal nach unten, damit es passt. Weil er muss, wie gesagt, dieser Spannring, diese Befestigung soll hier hinten drin sitzen. Gut, Simmering. Im Seitendeckel gehört ein Simmering rein. Ist momentan einer verbaut, ein blauer Valley. Aufpassen, wenn ihr den rausmacht, dass er dann keinen Kratzer hier an die Seite macht. Also hier an der Seite darf kein Kratzer entstehen. Da aufpassen, der sieht noch gar nicht so schlecht aus, aber kommt weg. Neuen aufsetzen. Hammer festdreschen. Ja, bis zum Anschlag rein, bitte. Dann ölen wir mal die Welle noch ein bisschen und den Belly innen. Nehmen wir jetzt die Dichtung her. Dichtung hat Vorteile. So, und die Dichtung drückt hier ein kleines bisschen da dagegen, also gegen diesen Mitnehmer. Demzufolge werden wir da ein ganz kleines Stückchen rausschneiden. In dem Bereich ist es eh nicht kritisch, aber dann sperrt die nicht so. Wenn wir da ein Stückchen rausschneiden. So.
So sieht die schon etwas besser aus. Sitzt. Gut, dann mal den aufsetzen. Und schön ist er drüber. Sitzt gut drin. Und können die Schrauben setzen. In dem Sortiment sind das die, also es gibt da insgesamt 4 verschiedene Längen von diesen Zylinderkopfschrauben. Zylinderkopfschrauben? Nein. Ja. Also von diesen Schlitzschrauben sind das, also genau. Praktisch. Ja. Genau. Es gibt eine ganz kurze. Die ganz kurze kommt auf den vordere Verschraubung vom Lima-Deckel. Dann gibt es diese kurzen, die kommen in alle Löcher der Seitendeckel. Dann gibt es welche, die sind 5 mm länger, die kommen an die Motorseite ran. Und dann gibt es noch welche, die sind nochmal 5 mm länger, circa. Also nicht auf die Millimeter festlegen. Und die kommen an die beiden Schraubstellen vom Gehäuse. Gut, dann haben wir die jetzt drin. Ja, da hinten kommt dann später mal noch eine Massepfanne dazu für die. Die brauchen wir dann, also deshalb machen wir die noch nicht fest, weil die suchen wir uns dann gleich noch raus. Hey, heute ist irgendwie Radau. So, genug geschwiegen. Gut, falls ihr euch fragt, was hier immer so klappert und rammelt und macht und tut, heute ist saukalt und deshalb habe ich hier unten mal die Heizung an und die macht leider ein bisschen Rabatz. Aber ich kann es jetzt auch mal ausschalten. Schon ist leise. Schon hört man nur noch die Kamera dann. Okay. Ja, das ist das alte Bildmaterial, was da immer so durchläuft. Also von der Seite. Ja. Okay, ich habe mir gedacht, okay, den Deckel, den erneuern wir mal. Den hat mal jemand so in Chrom lackiert. Ja, war ein guter Versuch. Wir machen jetzt hier so einen schönen gesinderten Deckel drauf. Andreas war großzügig, demzufolge kriegt er mal vorher auch mal was Leckeres. Ich habe leider nur den einen, also den schwarzen, den habe ich nicht. Aber die machen eigentlich immer einen schönen. Nicht zu fest, weil den muss ich nochmal aufmachen. Erstens musst du ihn nochmal aufmachen und zweitens zerstört er dann hier oben das Aluminium. Also das ist. Ja. Wenn nicht hübsch. Wäre nicht hübsch. Gut, dann wechseln wir auch noch die Ölkontrollschraube. Gut, bei der Gelegenheit stellen wir fest, okay, da gibt es gar keine Dichtscheibe dazu. Schade. Also wir haben hier eine Aluminiumdichtscheibe und eine klassisch zum Design passende Schraube, die immer ein bisschen schwierig einzulegen ist, wenn man so dicke Pfoten hat wie ich. Aber da hat Andreas, glaube ich, gesagt, der fehlste Schraubenzieher. Da kann man das ja mit dem. Kann man das? Naja, also zumindest kann man sie halten. Zumindest kann man sie halten. Das ist man schon kann sie halten und dann kann man sie einsetzen. Ha. So, und wenn jetzt noch der Aluminiumdichtring richtig sitzt und sich nicht immer ins Gewinde reinfährt. Genau. Kann man das auch schön anschrauben. Also danke Andreas für dieses tolle Werkzeug. Müssen wir euch auch nicht zu fest anzogen, weil den wird er kontrollieren müssen nachher den Lüfter. Genau, aber ein bisschen fest machen wir nicht mehr. Das sind die Runde. So, dann haben wir uns das Fähnchen schon mal rausgesucht. Ich verbaue es gerne mit einer Unterlegscheibe, weil dann dreht sich es nicht mit, wenn ich die Schraube oben drauf drehe. Und da habe ich am wenigsten Schwierigkeiten. So, und da das die letzte Schraube ist, können wir die jetzt schon ein bisschen fester anziehen und ziehen einmal jetzt hier komplett. Hoppala. Hoppala, komplett durch. 1, 2, 3, 4, 5. Ganz rückwärts.
So, damit ist der fest. Gut. Also, fertig. Dann, ehrenvolle Aufgabe, jetzt noch, man hört einen Kupplungstrieb, ich guck mal, ob das sich drin mitdreht. Brauche ich doch nochmal die Tachowelle. Zum Kontrollieren. Frisch geölt. Ach, hier habe ich die Unterlegscheibe drin, deshalb ging das nicht raus. Machen wir es andersrum mal rein. Also drauf sitzt sie. Hältst du mal fest, Thomas? Gut, und jetzt gucken wir mal. Und sie dreht sich nicht. Sitzt sie drin? Gute Frage. Okay, wo ist der Fehler? Ah doch, jetzt kommt sie. Genau, die war ein bisschen sehr unter Spannung, wo du sie so gebogen hast. Ja, zwei gebogen. Also sie dreht sich mit. Gut. Das ist das Ziel. Also wenn du die so sehr biegt, dann verdreht sich das ganze Konstrukt da drin. Und gibt danach mit Ruck frei. Also da habt ihr stellenweise so einen Wackler in der Nadel. Schwankenden Drehzahlmesser bzw. Tacho. Das liegt daran, wenn er die zu sehr gebogen montiert. Also zum Beispiel so montiert, das wird nicht funktionieren. Also die sollte möglichst schon in einem entsprechenden Winkel schön gesetzt werden, dass die möglichst gerade läuft. Ansonsten verspannt die sich innen und es gibt dann halt solche wackelnde Tachonadeln oder wackelnde Drehzahlmesser. Schön. Gut, was bleibt jetzt noch? Kolben, Zylinder, Stehbolzen. Stehbolzen. Genau, mit meinem Lieblingswerkzeug. Vielleicht fangen wir mit den Stehbolzen an, oder zum Schluss gehen die immer so schlecht. Ich hätte gedacht, dass wir vielleicht mit dem Zylinder, mit dem Kolben anfangen. Das geht auch. Weil der Kolben. Das ist der Kopf. Kopf. Also ein LT60 Reso. LT60 50, oder? LT60 Reso. Ist auch hier bezeichnet mit Reso. Aha. Ja, und von der Buchse her siehst du ja schon groß. Maß 41,96, also vierter Schliff von einem 50er wären 40,97. Also der ist ein bisschen größer. Dann hätten wir sozusagen alles zusammen. Okay. Verbauen eines Kolbens. Auf dem Kolben ist Pfeilrichtung Richtung Abgasausgang. Das ist wichtig. Frage, warum ist das wichtig? Jeder Kolben hat irgendwo an jeder Stelle einen Stift, wo die Kolbenringe geführt werden, damit die sich nicht drehen können. Weil das Ziel des Kolbenrings oder beziehungsweise das Ziel des Stiftes ist, dass die Kolbenringe sich nicht hier in diesen Zylinder, in diese Öffnung rein öffnen können. Genauso wenig wie hier und wie da. Und ich stelle schon mal fest, okay, den müssen wir noch ein kleines bisschen hier nach behandeln. Scharf, zu scharf kann ich nicht. Der ist mir zu scharf kann ich. Ich habe da so eine ganz feine Diamantfeile. Und mit der Diamantfeile kann ich jetzt hier oben einmal lang gehen. Also ich gehe hier an der Kante einmal lang. Wichtig ist nur die Kante hier oben. Und die Kante unten, an der Seite ist es egal. So, und da fasst sich das schon wesentlich runder an. Warum machen wir das?
Der Kolbenring, wenn er hier keinen Widerstand mehr hat, wird sich versuchen, in diese Kerbe rein zu öffnen. Also praktisch in diese Aussparung hier. Und wenn er dann oben praktisch wieder mit der Buchse geführt wird, schlägt er gegen eine Kante und das ist nicht gut. Dann fangen die Kolbenringe schon nach kurzer Zeit an zu klingeln und zu rasseln. Simson 4.0 nimmt da so einen Dremel dazu mit einem Diamantgummi, also praktisch Gummi mit Diamanteinlage. Und damit machen die ihre Zylinder. Bei zwei Ratgeber habe ich es gesehen, die hatten einen normalen Fräser, so Metallfräser. Das wird ein bisschen brutal, ne? Ja, aber man kriegt da eine schöne Phase hin. Also hier ist jetzt die Phase schön rund. Man kann sich auch ein Stückchen Schleifpapier nehmen. Also wenn ihr ein langes Schleifpapier nehmt, zum Papierschleifpapier, gibt es noch einen kleinen Tipp von mir. Klebt euch hinten ein Klebeband hinten drauf, weil sonst wird euch das über die scharfe Kante früher oder später reißen, das Schleifpapier. Mit einem Klebestreifen hinten drauf könnt ihr das schön durchführen und könnt es dann wirklich so rein anschleifen, rundschleifen. So, den haben wir schon gemacht. Der unten ist natürlich ein bisschen weit unten, aber den solltet ihr unbedingt, also den Ansaugkanal solltet ihr auch machen. Weil da kann der Kolben unten reinkippen. War mir auch nicht klar, aber ich habe dann den Tipp von Simson 4.0 befolgt. Und der macht Sinn. Sehr schön. Gut, eine Kantenrichtung. Und jetzt. Hier sieht man es auch besser, okay, was ich da treibe. Ja, wenn du das sagst. Naja. So, und dann wird die schön rund. Sehr schön. Die Diamantfeile ist noch aus meiner Lehrzeit. Also mein Lehrmeister möge mir das verzeihen, dass ich die damals mitgenommen habe. Aber die brauche ich heute einfach. Ist halt so. Ich glaube, er hat mittlerweile eine neue. Ich glaube, der ist kein Lehrmeister mehr. Er wird sie nicht mehr brauchen. Nein, wird er nicht. Gut. Wenn ihr ungeübt seid, empfehle ich euch, macht hier einen Lappen rein. Ich mach's auch. Dann kann euch nichts passieren. Dass euch zum Beispiel diese Anlaufscheiben dann einfach hier reinfallen und dann im Kurbelgehäuse drin sind und ihr habt dann Mühe, die wieder rauszufischen. Das muss ja nicht sein. Gut. Schon wieder Müll. Okay. Ausgang. Gut. Kann man das hier auch mit diesem Tool reinziehen? Machen wir auch. Das ist schöner. Also zwei Scheiben. Erste Scheibe einführen. Ich würde sagen. Das sind die falschen Anlaufscheiben. Wegen dick. Ja, weil das prüfen wir jetzt mal ganz kurz. Andreas hat vielleicht die falschen mitgeschickt. Also das wären jetzt hier 16 insgesamt. Was haben wir denn für ein Spaltmaß hier? Ja, ich habe ja noch 15,5. Mhm. Also die 1,4er gehen auf jeden Fall nicht. Ja, ich habe aber zum Glück 1 mm da. 1 mm ist ein bisschen wenig, oder? Nee, die passen. Weil, wenn ich mich recht erinnere, 60er Kolben kommen 1 mm Distanzscheiben rein. Ah, das werden mir jetzt sicherlich meine Zuschauer in die Kommentare schreiben, ob das richtig ist. Also, da bin ich jetzt auf 15. Das wären dann sozusagen 0,5 mm Spiel. Haben wir sie gleich weggeschmissen.
Und ich glaube, 0,5 mm Spiel können wir uns erlauben. Jetzt wissen wir ja, dass es funktioniert. Können wir auch das Nadellager schon mal reinlegen. Nadellager ölen wir nochmal komplett mit durch. Sehr schön. Und dann Thomas, du störst mich ein bisschen. Nee, ich muss das aufzeichnen. Ich muss das protokollieren. So. Jetzt haben wir soweit, dass wir den dann auch durchschieben können. Gut. So. Drin ist er. Ja, Pfeil sieht man auch nochmal schön. Pfeil in die richtige Richtung und er hat jetzt hier oben ein kleines bisschen Spiel. Das darf er haben. So. Dann haben wir hier die hübschen Teile. So, Thomas, komm auf die andere Seite, da siehst du vielleicht ein bisschen besser. Nochmal die andere Seite. Einfach hier. Gut, also, wenn ihr den Ring einsetzt, darauf achten, dass der hier richtig in der Kerbe sitzt und den Haken nach oben. Ich dachte erst, es wäre egal, wo die Haken sitzen, aber ich habe das jetzt in dem Video gesehen, die haben da alle gesagt, okay, die Haken bitte nach oben. Oder nach unten. So, jetzt muss ich drehen, weil ich sehe sonst nichts. Und ich bin mit der Hand ein bisschen dappelig. Und die gehen wirklich richtig schwer rein. Ich habe die DDR-Dinger lieber. Mit den zwei Laschen dran. Richtig, mit den beiden Laschen. Weil da kann ich nämlich schön drehen. So. So, man hat einen Klack gehört. Und demzufolge sind sie richtig drin. So, nochmal kontrollieren, dass der wirklich ordentlich sitzt und zwar überall. Gucken mit der Kamera, das kann ich mir dann hinterher angucken, ob der richtig sitzt. Sieht gut aus, oder? Sieht gut aus. Genau, er hat ein kleines bisschen Spiel, wie ich gesagt habe, also 5 Zehntel. Das ist gut so. So. Und dann. Schicki, holen wir uns mal die Kolbengabel. Können wir nämlich den Kolben gleich mal ordentlich aufsetzen. Dann geht er uns jetzt nicht im Weg um. Und die Stehbolzen einschrauben. Alles klar. Also Jungs, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Ich weiß, ist wieder etwas länger geworden. Wenn ihr wissen wollt, wie es weitergeht, einfach rein in die Kommentare. Notizen setzen, Abo lösen,
Weißt du was, wir machen den ganzen Scheiß nochmal. Also, das war's für heute. Also, wenn es euch gefallen hat, gerne einen Daumen hoch. Wenn ihr mehr wissen wollt, wenn ihr mir folgen wollt, gerne ein Abo lösen. Mit der Glocke daneben wird ihr sofort informiert, wenn es weitergeht mit How About Your Moped. Dann schaltet wieder ein, seid mit dabei, wenn es weitergeht mit Was, Wieso, Warum, How About Your Moped. Und ja, traut euch was. Bis dann. Ciao.